Ja, hallo liebe campingbegeisterten Zuschauer. Wir nehmen euch mit. Endlich ist es soweit, wie wir unseren Van in unserem Campingurlaub benutzen. Unsere Erlebnisse, Erfahrungen, weil wir sonst ja immer autark stehen. Und da fangen wir vorne an und gehen in das Fahrzeug und dann weiter nach hinten, quasi von vorne nach hinten. Gehört dazu, deswegen erwähne ich es. Wir haben ja das LED-Tagfahrlicht und wir sind absolut froh, das dazu bestellt zu haben. Viele schreiben uns, ja, wir haben es nicht, wir brauchen es nicht, wir sitzen ja drin, wir sehen es ja nicht. Aber für uns ist das ein absoluter Zugewinn und dieser Mehrpreis ist gar nicht hoch im Vergleich zur Gesamtsumme. Deswegen unbedingt dazu bestellen, LED-Tagfahrlicht, gerade jetzt, wo die Osram Nightbreaker für das Abblendlicht, übrigens auch für das Fernlicht, endlich zugelassen sind. Wir haben schon seit einem halben Jahr die Osram Nightbreaker für Fernlicht und Abblendlicht und in Kombination mit dem LED-Tagfahrlicht sieht das einfach spitzenmäßig aus. Wir haben das schon verbaut gehabt, wo es noch nicht zugelassen war, weil es einfach schön aussieht. Der Fiat Ducato, ich will es kurz und wirklich kurz nur erwähnen, der hat uns so toll 10.000 Kilometer, die wir jetzt runter haben, durch die Gegend gebracht. Wir haben das Fahrzeug 7 Monate, wir haben nicht eine Fehlermeldung. Das Basisfahrzeug Fiat Ducato ist zumindest in unserem Fall spitzenmäßig. Wir haben mal nach Öl geguckt, der Ölstand ist wie bei Auslieferungen komplett voll. Wir haben nicht ein bisschen Öl verbraucht, auch in der Anzeige vorne im Fiat Ducato sind alle Balken noch da, 10.000 noch was Kilometer. Und die 1000 Kilometer hierher, der ist geschnurrt wie ein Kätzchen, wir hatten keine Probleme und wir haben noch nie eine Motorwäsche gemacht. Irgendwann ist es soweit, weil hier verstaubt das langsam drinnen. Aber ich wollte das Video unbedingt so beginnen mit euch, damit ihr wisst, wir sind mit dem Fiat an sich hochzufrieden. Ja, ihr seht schon hier, wir sind an Landstrom. Wir sind Autark-Camper, wir machen das absolut nie, weil wir keine Campingplätze besucht haben. Und wir haben das Fahrzeug im Herbst bekommen, nagelneu, 2020. Und haben quasi nur den Winter damit kennengelernt. Das ist unser erster Sommer und wir haben den Landstrom nur angeschlossen, damit Nora ihre Haare föhnen kann. Wir haben eine fette Solaranlage mit 2x Solar auf dem Dach. Wir brauchen gar keinen Landstrom. Haben wir ja im Winter auch nicht gebraucht. So, jetzt gehen wir aber mal rein zu der Markise. Da blenden wir euch nachher mal eine Szene ein, denn unser super lieber Freund Mike, den ihr ja auch schon aus 2 von unseren vorherigen Videos kennt, der hat uns ein Markisen-Vorzelt ausgeliehen. Der hat allerdings eine Fiamma-Markise für den Atria 600 SP, den er hat. Und sein Fahrzeug ist nur 6 Meter lang, unser Fahrzeug ist 6,40 Meter lang. Der Atria Twin Supreme 640 SGX, den wir haben, deswegen ist unsere Markise auch länger und wir haben die Thule Omnister. Und wir haben dieses Markisenvorzelt, was man an die Markise ranbaut, trotzdem montiert und wie das war und ob wir zufrieden waren, das blende ich nachher ein. Jetzt gehen wir aber rein. Ja, in dieser Szene geht es um ein geliehenes Markisenvorzelt für eine Fiamma-Markise. Wir haben aber eine Thule-Markise. Wir wollten uns das aber trotzdem mal angucken und ausprobieren. Also man sieht halt, es passt nicht richtig, aber vom Gefühl her, dass wir wissen, wie das so wäre. Einmal das der Aufbau und wie es ist. Hier haben wir schon eine Lücke. Warum? Ja, das ist für ein 6-Meter-Fahrzeug eigentlich gedacht. Und ein 6-Meter-Fahrzeug hat eine kürzere Markise? Ja. Genau. Und jetzt unser Fazit. Schon vom Aufbau. Also es ist ziemlich viel Arbeit eigentlich, ne? Also egal, ob man ein Zelt aufbaut oder ein Vorzelt. Ja. Genau. Wir fahren mit diesem Fahrzeug sehr viel autark und stehen täglich eigentlich woanders. Und wenn wir uns dazu entschließen, jetzt doch mal sowas aufzubauen, wir haben uns, wie gesagt, das ausgeliehen, um das zu testen, bevor wir uns das extra kaufen, ist mein Fazit, nein, nee. Ich bin richtig durchgeschwitzt, nur von eben. Es hat übrigens eine Dreiviertelstunde gedauert, das jetzt so hinzukriegen. Ich sag ja, ihr könnt denken, es liegt an mir, weil ich bin auch nicht routiniert. Wir haben uns sagen lassen von dem lieben, netten Mike, den ihr aus unseren Videos kennt, wo wir schon mehrmals gefilmt haben über ihn. Also nicht Martin, sondern Mike mit dem 600 SP von Atria, wo wir zum Beispiel das Video gemacht haben, 2 Jahre Atria, das Resümee. Da hat er das Zelt gehabt, das Vorzelt, und hat uns das auch gezeigt und wir waren begeistert. Und wir dachten, wir wollen das auch haben, weil man das ja an die Markise anbringen kann. Das sind ja nur 3 Seitenteile, das geht schnell. Er sagt, dauert 15 Minuten. Wenn man routiniert ist, kann es vielleicht sein, aber wir haben, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde gebraucht und wir sind nicht begeistert. Denn, das, um mal kurz das zu präsentieren, komm ruhig rein. Natürlich ist das schön, dass man jetzt hier einen extra Raum hat, wenn man das braucht. Wir können es auch an der Seite zeigen. Diese Original-Thule-Markise, die wird zum Beispiel in diesem Gestänge, was man mühsam aufbauen muss, eingeklemmt. Dadurch wird die Markise an sich zerdrückt. Wenn man das jetzt wieder abmacht, wir haben es schon getestet,
dann ist die Markise wellig, die wälzt sich und an den Stellen, wo sie eingeklemmt wird, kriegt sie also Löcher, kann man schon fast sagen, also Eindrückungen. Und Hubschrauber ist ja auch selten hier, ne? Am Gardasee auf dem Campingplatz Kisano, wo wir sind. Da muss ich erstmal vorbeifliegen. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Dann ist diese Stange selber, die man hier anbringen muss, gar nicht geeignet für die Thule-Markise. Und man drückt sich oben schon die Markisenhalterung kaputt. Wir haben jetzt ja Adapter genommen, die wir zusammengebastelt haben und haben das hier reingedrückt provisorisch. Die Thule-Markise hat hier fertige, ja, ich weiß nicht, wie man die nennt, Bauteile dran, dass man hier eine Stange für ein Thule-System einklemmen kann. Das ist aber ein Fiamma-System. Thule und Fiamma passt hinten und vorne nicht zusammen. Ja, das Hauptproblem, was wir aber haben, ist, dass wir eine viel zu lange Markise haben und wir das jetzt nicht schließen können. Hier ist eigentlich eine Tür, die man aufmachen kann. Unsere Tür ist jetzt quasi die hier, die dauerhaft auf ist. Wir wollten es halt mal testen. Ist natürlich eine schöne Sache, aber da muss man wirklich lange irgendwo stehen. Wenn man jetzt 3 Wochen irgendwo steht, für uns ist schon eine Woche stehen zu kurz für diesen Aufwand. Wir haben uns entschlossen, dass wir das jetzt komplett wieder abbauen und dass wir nur mit der Markise stehen. Ja, also wir haben das Seitenteil jetzt hier abgemacht und jetzt zeigen wir euch mal die Markise. Ich hoffe, man sieht das, weil es schon ein bisschen dunkel ist. Ja, wenn du auf den Hocker mal mich rauflässt, darf ich das mal filmen? Dann sieh mal, wie ausgefranst das da ist schon. Auf den Hocker. Einmal dran machen. Das ist ausgefranst. Guck dir das mal an. Das kommt schlecht rüber. Doch, man sieht es da schon. Die Markise, die leidet. Die geht kaputt, die franst aus. Vor allem das da. Hier, auch hier, ne? Da. Ja. Sieht man das? Die da. Auch ein bisschen eingedrückt da. Halt, ne? Von einmal kurz versucht einzuklemmen. Also wenn wir die Markise wieder aufrollen, dann wird die auch wieder straff. Aber jedenfalls, wenn wir das dauerhaft machen, geht die Markise kaputt. Und das wollen wir nicht. Das machen wir nicht. Jetzt gehen wir aber rein. Viele fragen uns. Komm ruhig hier rein. Warum wir, Nora, komm ruhig rein. Ach so, soll ich noch hier unten das filmen? Ja, film ruhig über hier neben. Ja, also wir haben jetzt den Platz genutzt, dass wir unsere Schuhe draußen auch hinstellen können. Ja, übrigens, der Fußboden ist toll. Ja. Der ist 6 Meter lang. Au, warte. Und 3 Meter breit. Ja. Haben wir uns gekauft. Wenn man autark überall steht, kann man den ja nicht ausbreiten. Das geht auf dem Campingplatz natürlich besser. Ja. Da kommt wirklich kein Dreck ins Wohnmobil. Aber wir stehen hier unter dem Baum, hier ist trotzdem alles dreckig. Ja, komm ruhig rein, nimm mir da die Nettplatz. Wir machen jetzt hier mal eben weiter. Weil wir auch da immer wieder Mails bekommen von Leuten, die sich das Fahrzeug jetzt konfigurieren und bestellen. Es gibt ja fortlaufend neue, die Adriana werden wollen und dann auch werden. Warum habt ihr den Getränkehalter? Ist das zentrale Staufach da unten nicht viel besser? Das ist doch da unten im Keller. Viele schreiben uns, wir haben es nicht bestellt, weil wenn wir Getränke während der Fahrt benutzen wollen, müssen wir immer nach unten greifen. Wir brauchen das hier oben. Manche kaufen sich auch, gibt es natürlich zu bestellen, hier Halter, die man hier oben anbringt. Aber wir sagen, da unten sind die Getränke genau richtig. Die sind nicht zu tief. Man kann auch mal kurz nach unten greifen, auch während der Fahrt, das geht. Und hier oben würde uns das stören, wenn man hier solche Halter anbringt. Das ist dann hier alles zugebaut, das ist da unten viel besser. Mhm. Ja, Handschuhfach fällt weg. Ja, das fällt dann weg. Ich finde, so ein Kastenwagen hat genug Stauraum, die brauchen das Handschuhfach nicht. Ja, die Türfächer unten, die sind natürlich sehr, sehr tief, da packen wir auch Getränke rein. Da ist es dann während der Fahrt tatsächlich schwierig, auch mal runterzugreifen. Die Handbremse ist so weit unten. Einige schreiben, ich habe nicht so einen langen Arm. Das ist Nummer 4, Ducato bedingt, da kann Adria auch nichts für. Zur Front noch schnell, das Wandlergetriebe. Wenn ihr neu bestellt, bestellt euch dieses Wandlergetriebe. Es ist ein Genuss, mit diesen neuen Gängen zu fahren. Man merkt nichts an der Schalterei. Wir sind über die Alpen, wir sind über Österreich. Bergab, der Hammer, wie das runterschaltet. Natürlich haben wir ja auch noch diese tolle Taste zum Bergabfahren, aber die geht nur bis 30 Stundenkilometern. Wir haben den Fehler gemacht und sind bergab mit 60 gefahren, über die Alpen, wo es richtig bergab ging. Und da sind auch unsere Bremsen wenig nur heiß gelaufen. Also die haben schon ein bisschen nach Bremse gestunken. Aber wir haben geguckt, wir haben ja auch das Maxi-Fahrwerk, wir haben die stärkeren Bremsscheiben, ist nichts kaputt gegangen. Und die Bremsbeläge haben sich auch nicht so heiß abgerieben. Aber man sollte, wenn es richtig bergab geht, egal was der Verkehr hinter einem macht, nur 30 fahren und diese Taste drücken, dann bremst das Fahrzeug richtig toll ab, ohne dass die Bremsen beansprucht werden. So viel zur Front. Zu dem Lenkrad noch kurz. Es ist soweit, wir fahren Anfang nächster Woche wieder zurück in unsere Heimat, nach Deutschland, nach Norddeutschland, Raum Hannover, wo wir wohnen. Und auf dem Weg dahin in Süddeutschland werden wir das Lenkrad auswechseln. Es gibt da eine Firma, da drehe ich dann ein extra Video drüber, die bietet es an, dieses Lenkrad hier auszutauschen gegen ein Lederlenkrad. Das sieht richtig klasse aus, kostet nur 200 noch was Euro. Das werden wir machen. Haben wir auch schon andere gemacht, kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Zeigen wir dann. Soviel zur Front. Wir haben, ist auch kein Geheimnis, unsere Mängelbeseitigung noch immer nicht abgeschlossen bekommen.
Aber man hat ja 2 Jahre Zeit, auch wenn das erste halbe Jahr schon rum ist. Ist ja alles dokumentiert. Unsere Mängelbeseitigung, liebe Zuschauer, läuft immer noch. Mhm. Ja, unsere Leder-Warst-Sitze kennt ihr. Die sind auch noch betroffen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Wolltest du was zu Plessis sagen? Mach du ruhig. Ich filme Nora und dann geht's hier mit Nora weiter. Also ein Segen ist es natürlich, dass wir diese Plissé-Verdunklung haben, vor allem jetzt morgens, wenn es so früh hell wird, ne, dass man es noch dunkel hat morgens. Was natürlich man beachten muss bei der Wärme, dass man das tagsüber nicht zumacht, also dass man das nicht hochmacht, weil die sich verformen dann. Ne? Also die werden oder ausbleichen oder sich verfärben, wenn die Sonne da so doll drauf prallt. Ja, die Frontverdunklung, die kann sich verfärben, sagt man. Das weniger, das hat ja eine Alubeschichtung. Ja. Aber wir nutzen es nicht. Weil man halt das oft sieht, dass diese die Wohnmobile hier das alles zu haben. Ne? Und da denke ich so, das ist glaube ich nicht so. Es ist eine Verdunklung und nicht ein Sonnenschutz. Ja. Das darf man nämlich nicht vergessen. Was dann lieber, also was besser ist, ist halt unser Nachbar, der hat von außen so eine Plane da drüber, ne? Zum Sonnenschutz. Das kann man machen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, also es ist hier mega heiß drin. Ne? Wir haben eine Außentemperatur von 26 Grad im Schatten aktuell. Und wir haben es geschafft, jetzt so kühl den Van zu haben. Normalerweise sind die Anzeigen alle über 30 Grad. Hier vorne Fahrerbereich, hier Dinette-Bereich, Badezimmer, Schlafzimmer, hinten. Wir haben hier, glaube ich, 7 verschiedene Temperaturen über Sensoren, die immer wechselnd angezeigt werden. Und wir machen das wegen Luftfeuchtigkeit auch, gucken, was los ist. Und der heizt sich ganz schön auf, aber durch diese ganzen Fenster, die man hier mit Querlüften nutzen kann, kommt hier eine schöne Brise vom Gardasee rein, lässt sich gut leben. Und Mückenschutz ist ja super, ne? Da sind wir jetzt auch mal ganz offen, es ist ja nicht immer so zerstochen. Entschuldigung, ich möchte dich nicht unterbrechen, da habe ich viel Kritik für bekommen, dass ich Nora unterbreche. Ja, auf jeden Fall achten wir immer darauf, dass die Tür zu ist hier und überall, wo Fenster auf sind, auch der Insektenschutz. Da haben wir nämlich auch schon, wir sollen ja auch sagen, was negativ ist. Also unser sieht ganz komisch aus. Wenn wir das ganz vorsichtig zumachen, was passiert? Das wird nicht richtig. Hier fängt es schon an. Ja. Anstatt dass es sauber lamellenmäßig zugeht, kommt hier schon so ein Wulst. Genau. Wir machen das wirklich vorsichtig nur zu und dann kommt hier hinten, vielleicht sieht die Kamera das, das wird hier nicht eingespannt richtig. Da fällt dann unten, ich mach's nochmal vorsichtig zu. Manchmal geht's, aber häufig geht's nicht. Da sieht man hier schon den Wulst. Wenn ich jetzt weiter zumache, bleibt dieser Wulst draußen und lappt über. Jetzt hat's aber wieder mal geklappt. Das ist halt blöd. Bei jedem zweiten Mal mindestens muss man hier mit der Hand vorsichtig nachdrücken, wenn man das zumacht. Da haben uns auch welche geschrieben, sie haben das Problem auch und haben das reklamiert, haben so eine neue komplette Insektenschutztür bekommen. Ja, ich weiß nicht, wie dramatisch das bei uns ist. Wir können es ja mal versuchen. Weil schön ist es nicht für ein neues Fahrzeug. Gut, dann hier. Küche, Nora, in aller Kürze. Wir haben ja immer noch diese Abdeckung, dafür haben wir uns entschieden. Ja, schon ein bisschen abgegangen. Ne? Das ist einfach nur Anti-Rutschmatte für 1 Euro, zugeschnitten, hier eingeklemmt. Wir haben das 2020er Modell mit der PR-Zündung, die nicht elektrisch ist. Auch hier haben wir nach wie vor keine Zündung. Aber die Mängelbeseitigung, die findet jetzt demnächst endlich statt. Dann werden wir auch die PR-Zündung endlich so haben, dass sie funktioniert. Mhm. Nora, mit der Küche bist du zufrieden? Da muss man ja nicht viel erzählen. Ja, die ist jetzt nicht so sauber, mach das mal zu. Das ist toll. Also wir nutzen das auch. Viele gehen ja hier auf dem Campingplatz zum Spülen. Ne? Spülbecken, das haben wir noch nie benutzt. Also, weil irgendwie ist das schöner, alles im Fahrzeug zu machen, zu nutzen. Genauso mit unserem Bad. Auf dem Campingplatz gibt es ja Duschen und alles und wir benutzen aber alles in unserem Van. Das Badezimmer in diesem Fahrzeug zeichnet sich ja durch das Schwenkbad aus. Und das ist wirklich ein Traum. Und wir haben mit diesem Schwenkbad 0 Probleme. Auch die Magnete, die das Schwenkbad halten, sind nicht kaputt gegangen. Und auch die Silikonnähte, wie ich sie nenne, sind perfekt bei uns gemacht. Wir haben so viele Fahrzeuge gesehen, da sind diese Silikonnähte. Fugen hier an den Seiten kommen ruhig ein. Übrigens, ich bin jetzt hier mit Schuhen drin, mache ich sonst nie. Wir haben aber eine Matte. Das ganze Wohnmobil ist ziemlich dreckig momentan, deswegen bin ich jetzt mal mit Schuhen hier reingegangen. Aber diese Silikonnähte, ich nenne sie immer Nähte, die sind hier wirklich perfekt. Und wir haben so manch einen Adria gesehen, da ist das so wellig gespritzt worden und nicht gut angebracht. Weil das ist unheimlich wichtig, denn hier kommt viel Wasser. Wir nutzen das Waschbecken richtig so, gerade ich spritze hier rum und dann wird immer alles nass. Man sieht es jetzt schon, film ruhig ran, hier ist Flüssigkeit. Das trocknet von alleine auf.
Wenn es besonders viel ist. Das müssen wir jetzt aber trocken dann machen. Dann musst du, das ist jetzt sehr viel, ne? Dann wische ich das auch weg. Aber wenn hier mal Wasser ist, das trocknet auf und quillt nicht auf und läuft auch nirgendwo rein. Das ist hervorragend. Unser Mülleimer ist hier in der Ecke. Den müssen wir natürlich immer rausnehmen, wenn wir duschen, damit man das Schenkbad umklappen kann. Ansonsten packen wir den hier in die Ecke und es funktioniert. Wahrscheinlich, weil wir beide ja, schlanke Menschen sind, dass wir den Mülleimer hier stehen haben können und trotzdem unser Geschäft machen können, Zähne putzen können, alles hier machen können, trotz Mülleimer hier drin. Zu der Dusche. Wir gönnen uns richtig. Warum sollen wir denn auf dem Campingplatz die Duschen benutzen, wenn wir hier bei uns auf dieser Parzelle, wo wir stehen, einen Frischwasseranschluss haben, einen Abwasseranschluss haben und die Toilette, die schieben wir halt raus mit, also kann man ja als Trolley benutzen, die Kassette, und rollen die da hinten rüber und entleeren die da. Deswegen machen wir alles hier, alle Geschäfte, ob klein, groß, Duschen, alles hier im Wohnmobil. Ja, wie das geht hier mit dem Frischwasseranschluss und dem Abwasseranschluss, zeige ich euch draußen. Das ist nämlich auch nicht ganz so einfach, wir nutzen es aber trotzdem. Was man sagen kann, wir empfehlen jedem hier einen Insektenschutz. Wir haben es im Winter ja nie gebraucht. Wir haben das selber gebaut für 5 Euro, die Lösung. Das ist einfach Magnetklebeband, ihr kennt das vielleicht. Also ist jetzt hier ziemlich zugestellt, weil wir hier leben. Aber ansonsten hier so zack zum Lüften. Einmal das mit Magnet ran, kann man hier zack, zack. Und das kostet hier ein paar Cent und das Magnetklebeband ein paar Euro, 5 Euro alles zusammen. Und wir lüften hier dauerhaft, gerade im Winter. Perfekt. Badezimmer ist ein Traum. Wir haben hier ein Geschenk bekommen, Silikontaschen von einem Zuschauer. Die haben wir leider vergessen mitzunehmen, deswegen nutzen wir die nicht. Deswegen stellen wir hier alles so zu. Dieses Brett hier, empfindlich. Das kann schnell rausknacken und rausbrechen. Da sage ich Nora immer, stell da nicht so viel rein. Aber Nora ballert trotzdem gut was rein, aber sie versucht, dass es nicht gequetscht wird. Weil wenn man hier was reinquetscht, dann bricht das ab. Haben wir nicht das Problem. Während hier oben die Ablage, die ist bombenfest, da bricht gar nichts ab, das ist massiv, aber hier unten das Brett ist gefährlich. Und wir schaffen es in diesem kleinen Schrank hier, könnt ihr euch reingucken, alles unterzubringen. Das, was wir brauchen, ist alles hier untergebracht. Ich brauche nicht viel, Nora auch nicht. Und funktioniert. Zu den Handtüchern. Wir haben jetzt hier 3 Haken. Ich darf den Haupthaken von Adrian nehmen und Nora hat sich noch 2 kleine Dinger rangeklebt. So kommen wir hier wunderbar klar. Gut, der Kühlschrank. Der kühlt ja Bombe. Der ist jetzt nicht aufgeräumt. Wir haben den auf Stufe 3 von 4 oder 5. Und der kühlt so gut, dass wir sogar Eis auf Stufe 3 da oben drin haben. Trotz Außentemperaturen hier und vor allem Fahrzeuginnentemperaturen von über 30 Grad kühlt der bombenmäßig. Und der verbraucht gar nicht so viel Strom. Selbst ohne Landstrom kommen wir hier immer klar mit diesem Kühlschrank. Der ist wirklich schön. Kleiderschrank, ihr wisst, was schnell wegbricht. Hier, also nicht das hier, sondern hier diese Gegenstücke hier aus Kunststoff. Das da habe ich hier schon neu rangeschraubt, sowohl im Gaskasten als auch hier vorne. Kostet, ich glaube, 1,50 Euro. Kostet ein so ein Ding, kann man sich bestellen im Internet. Ja, sollte man gleich vorrätig haben. Genauso wie kann man sich auch bestellen vorrätig. Tritt ruhig zurück. Von den Putzschränken. Wir haben das schon mal repariert und in einem der Videos gezeigt, diese Dinger hier. Die gehen gerne kaputt. Ja. Das komplette Element gibt es zu bestellen. Zeige ich dir. Nora, tritt ruhig zurück. Habe ich hier liegen. Kostet auch nur so 2-3 Euro. Jetzt will jeder wissen, welcher Link. Ne? Unter dem Video muss ich das wahrscheinlich verlinken. Und dann kann man das ganze Element mal eben abschrauben und neu reinschrauben, wenn das kaputt sein sollte. Darf ich noch mal kurz Nora, was einbringen? Also immer. Hier unten haben wir den Kleiderschrank. Und wir haben jetzt nicht nur Kleiderschrank, wir haben ja Hälfte-Hälfte, weil es ist ja Sommer, da braucht man nicht so viel Jacken. Haben wir hier diesen Vorratsschrank noch. Ne? Das ist echt praktisch, weil es da drinnen recht kühl ist. Kann man unten gut Gemüse und Obst oder so reinmachen. Genau, das ist unten perfekt. Deswegen, also im Winter ist es ein bisschen blöd, weil man wegen den Jacken Platz braucht. Aber im Sommer braucht man nur jede eine Jacke, da kann man da unten noch einen Schubladenturm reinstellen. Das Hubbett, wir möchten es nicht vermissen. Wir haben eine durchgehende Matratze, wir haben keine Ritze in der Mitte, wir haben keine Liebeslücke, wie man sagt. Wir haben eine Fläche für uns, reicht völlig aus, 1,40 Meter Breite, wenn wir hochgefahren sind. Aber wir schlafen eh meistens unten, dann haben wir ja fast 2 Meter Breite mit den Seitenteilen. Und diese Fenster an den Seiten mit dem Durchzug, toll. Also da schwärme ich immer noch, aber was Schlechtes, das muss ich keinem erzählen, das wisst ihr alle, wie ihr den SGX habt. Die Oberschränke, die sind wieder super klein. Mache ich jetzt mal nicht auf. Die sind vollgestopft mit Klamotten. Im SLB zum Beispiel sind die viel tiefer und größer. Das ist natürlich dem Hubbett geschuldet, weil das Hubbett ja hier hochfährt vor den Schränken. Deswegen sind die Schränke klein. Aber dafür hat man ja diese super mega große Stauraumgeschichte unter dem Hubbett. Wir fahren das Bett jetzt bitte mal hoch. Aber ja. Rumpelbude, wenn man in Urlaub fährt. Wir haben ja mitgenommen 2 Tische, 2 Sonnenliegen, 2 Stühle.
Ja, wäre ein bisschen übertrieben. Das Markisenvorzelt. Ein Schlauchboot. Ja, dann Getränke ohne Ende. Eine Getränkekiste. Ups. Also hier ist das Chaos. Wir lieben ja das Kistensystem. Das ist jetzt überhaupt nicht aufgeräumt. Wir haben zum Beispiel eine riesige, große, schwarze Box für Getränke. Da ist alles an Getränken drin. Die ist wirklich riesig. Jetzt ist hier überhaupt nicht aufgeräumt. Und dann haben wir diese Kisten. Vier Stück. Also hier unten eine, da drüber eine, da hinten eine, da drüber eine. Und daneben und da drüber und links und rechts alle anderen Sachen, wie Stühle, Tische und so weiter. Hier die Tische hier eingeklemmt, die Tische und die Stühle. Dann hier, was natürlich am meisten Platz oder viel Platz wegnimmt, das ist jetzt hier auf Fußboden verbuddelt. Übrigens die Markisenstange, die kommt bei uns immer unter die Seitenmatratze hier runter. Da stört sie nicht, da ist sie weg. Das haben wir noch gemacht, damit von außen der Lack nicht zerkratzt, wenn man die Kurbel benutzt. Und hier unten seht ihr schon diese riesige Tasche hier. Die erstreckt sich vom Badezimmer bis hinten zum Heck. Die ist für das Markisenvorzelt und haben wir umsonst mitgenommen. Mhm. Blenden wir jetzt im Video ein, was mit dem Markisenvorzelt ist gleich, damit ihr wisst, warum wir das nicht benutzen, warum das hier wieder eingepackt ist. Ja. Also die Garage ist spitzenmäßig. Wir wollen keine andere Garage haben. Hier passt so viel Kram rein und das Bett kann trotzdem noch komplett runtergefahren werden. Die Wäscheleine, den Tipp haben wir ja bekommen von jemandem. Die ist wirklich praktisch, aber wir nutzen sie eigentlich gar nicht so. Also es ist auch schwierig, wenn die Garage so voll ist, ne? Wenn man dann da noch also normalerweise das Bett ist das runtergefahren hat, genau. Dann geht das halt schlecht mit das ist echt der Gang. Ja. Normalerweise haben wir hier links unsere ganzen Gepäcksachen. Genau, aber jetzt ist es halt hier voll und deswegen kann man da schlecht dann was trocknen. Aber im Sommer kann man ja auch draußen sich eine Wäscheleine hinhängen, ne? Ja. Oder wenn man jetzt so zum Beispiel auch auf dem Campingplatz steht, dann kann man ja noch mehr fest irgendwo hinstellen. Der Gang ist ja, weil hier Schubladen sind, an die man rankommen möchte. Normalerweise ist ja unten diese Tasche nicht. Und dann ist der Gang genauso konzipiert, dass diese Wäscheleine mit heruntergefahrenem Hubbett, dass die Wäsche nicht auf den Boden kommt. Ja. Perfekt. Ja, und im Heck, ihr seht schon, wir haben einen Insektenschutz fürs Heck mit Magnet. Alles, wir lieben ja Magnete, in der Mitte Magnet, zack, 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 ist es auf. Und oben mit Klettband rangeklebt, fertig, hat 17 Euro gekostet für den Heckbereich. Wunderschön, jedem zu empfehlen. Man macht hinten die Hecktüren auf. Und was nützen dann die Insektenschutzgeschichten an den Fenstern, wenn man hinten ans Heck will, aufmacht und da gleich eine Mücke reinkommt? So kommt hinten gar nichts rein. Naja, ja. Wir gehen jetzt nochmal raus. Ja, wenn man jetzt Lücken hat, links, rechts. Ja, wir haben noch ein bisschen Lücken, weil das doch nicht so ganz groß genug wir haben war. Wir haben das nicht gut genug geklebt, die Seiten, Nora. Wir können natürlich noch an den Seiten Klettband dran machen, aber dann können wir das nicht mal eben komplett abnehmen. Ja. Denn ich möchte das ja schnell abnehmen, komplett. Wenn ich das Fahrzeug B und entlade, dann möchte ich nicht einen Insektenschutz haben, was ich komplett mit Klett überall links, rechts fest habe und da nicht richtig rankomme, sondern einmal wasch ab komplett. Deswegen haben wir ein paar Lücken. Die gröbsten Insekten hält es ab. Genau. Wir gehen nochmal raus aus dem Fahrzeug. Hier, die Kiste ist so stabil, dass ich darauf gehen kann mit meinem ganzen Gewicht. Wir haben extra eine große, fette Box genommen. Wir wollten schwarz haben, weil wir die Schottwand neuerdings immer auflassen. Eigentlich habe ich die immer gerne zu. Da muss man halt rübersteigen. Nora will sie halt aufhaben. Und damit das von dem wohnlichen Raum nicht so hässlich nach hinten aussieht, haben wir die Box in schwarz. Stellt euch das bitte aufgeräumt vor. Dass das hier alles weg ist, dann ist hier der Durchgang, hier die Box. Man kann hier einfach langlaufen. Und wenn das Bett runtergefahren ist, ist das Bett auf der Höhe und man sieht hier nur ein bisschen schwarz. Und braucht deswegen keine Schottwand. Also, wie macht man das überhaupt mit Wasser und Abwasser? Da ist, haben wir einen Schlauch dran gemacht. Und den können wir bis dahin legen und Wasser auffüllen. Ja, aber nicht dauerhaft. Nein, nur wenn wir Wasser brauchen. Wasser auffüllen. Das geht aber schnell. 100 Liter auffüllen. Genau, und da ist dann noch so ein Gitter, da kann man Abwasser reinschütten. Grauwasser, ja. Dafür braucht man eine Schüssel oder einen Eimer, kann die da drunter und kann dann so ein paar Liter immer da so abkippen. Weil sonst müsste man mit dem Van zu der Ablassstelle fahren, ne? Wenn man komplett alles rauslassen will. Das kann man dann nutzen, wenn man mal wegfährt vom Platz. Und Landstrom haben wir halt, ne? Was wir eigentlich gar nicht brauchen. Kaum Aua. Ja. Sehr schön übrigens für die Kederschiene der Markise kann man sich hier diese Dinger hier kaufen, die man hier so reinmacht und dann Haken dran und dann kann man hier Wäsche aufhängen oder irgendwas einspannen. Das ist eine tolle Sache. Ja. Sehr zu empfehlen. Ja, die Markise immer ein bisschen schräg, damit Regenwasser abfließen kann. Wir stehen unter einem Baum, deswegen haben wir da manchmal auch leider ein bisschen Dreck drauf, aber geht noch. Wir würden kein anderes Fahrzeug haben wollen. Das Fahrzeug ist schön. Wir mögen es. Und ihr seht auch, unser Feuerlöscherschaden ist komplett beseitigt. Hat ja auch lange genug gedauert. Da haben wir keine Probleme. Das Heck sieht nagelneu aus. Ist super sauber geputzt. Und auch alle Ritzen sind ja wieder sauber. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen, wie wir das mit unserem Fahrzeug machen. Und viele, die ihr das Fahrzeug auch nutzt, jeder hat ein anderes System. Jeder macht es anders.
jeder nutzt es anders, jeder lebt da drin anders, aber so leben wir. Ihr seht, völlig einfach. Wir haben da nicht spezielle Schienen, Kisten, Auszugssystem hinten. Ja. Wir haben noch nicht mal jetzt, vernünftige Befestigungssysteme im Heck hinten. Wir sind da einfach ganz locker und offen. Wir haben noch nicht mal in der Dinette den Schuhschrank unten. Haben wir immer noch nicht geschafft. Geteilt. Wir wollten das eigentlich, wie viele das von euch gemacht haben, zerteilen. Das müssen wir noch machen. Damit man den Tisch nicht anheben muss, um an die Schuhe zu kommen. Und all solche Sachen haben wir alles immer noch nicht gemacht. Wir sind immer noch ziemlich standardmäßig unterwegs. Aber das Fahrzeug macht uns glücklich. Ja. Nachhaltig. Es ist übrigens nichts weiter kaputt gegangen. Wir haben immer nur noch drei entscheidende Mängel, über die wir jetzt nicht berichten wollen, die bei der Mängelbeseitigung dann noch gemacht werden. Und dann ist das Fahrzeug auch endlich durchrepariert, wie soll man sagen. Und der Adria selber, der ist toll. Wirklich toll. Ich will kein anderes Fahrzeug. Und du? Ich auch nicht. Auch von der Größe, 6,40 Meter. Man kann parken, alles toll. Der Abschluss, viele liebe Zuschauer, vielleicht noch was zum Zen-Camp sagen oder so. Einige wollen uns ja vielleicht nicht mehr sehen und viele hassen uns jetzt sogar, weil wir das eine Video gemacht haben, wo wir uns positioniert haben. Ja. Wollen wir dazu noch was sagen am Schluss, Nora? Wir freuen uns trotzdem auf das Adria-Event. Und wir kommen auch mit jedem klar. Ja. Wir wollen auch das soll gar nicht das Thema sein. Wird das auch nicht sein? Nein. Also das, müsst ihr keine Angst haben. Wir fangen damit nicht an. Wir werden auch keinen bekehren. Wir wollen auch keine Diskussion machen. Ja, also machen wir nicht. Wer das möchte, der kann, also das kann er mit anderen machen. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen da Austausch haben über Vans und nichts weiter. Ne? Von daher genießen wir jetzt hier noch unsere letzten paar Tage Urlaub. Ja. Wünschen euch auch eine schöne Zeit, bis wir uns vielleicht bald sehen. Und nun das allerletzte. Nach dem Van-Camp, gleich im Anschluss, habe ich 2 Wochen Urlaub, Nora leider nicht. Und ich möchte gerne wegfahren. Und ich bin alleine und weiß nicht wohin. Der Adi, der 81-jährige Adi, den ich hier verfilmt habe mit seinem 33 Jahre alten VW-Camper, T3-Bus, der möchte mitkommen. Und völlig egal wohin. Schweden wäre toll, wollte ich schon immer mal hin. Da soll man richtig toll reisen können. Da ist alles erlaubt. Ohne dass man Campingplätze braucht, sind die Campingplätze in der Natur quasi. Fährt man einfach hin am See, da ist schon eine Feuerstelle und alles. Schweden soll richtig toll sein, egal wo man da hinfährt, alles ist camperfreundlich. Oder halt nach Irland, wäre auch nicht schlecht. Aber wenn ihr noch andere Ziele habt und mitkommen wollt, sagt es. Wenn ihr zufällig 2 Wochen Zeit habt, von Mitte Juni bis Ende Juni, dann schreibt an wohnenwenn@outlook.de und kommt einfach mit. Oder entschließt euch auf dem Adria Event Camp, wenn ihr kommt, spontan im Anschluss 2 Wochen lang mitzukommen. Wir fahren irgendwo hin, ich alleine. Ohne Nora, der 81-jährige Adi und dann noch alle von euch, die mitkommen wollen. Das ist so das Highlight am Schluss dieses Videos und viele Grüße bis dahin. So, der Adi, da ist er wieder. Du verlässt den Gardasee und willst heute noch in Deutschland ankommen. Si, si. Es ist aber schon 18 Uhr abends, ne? No comprende. Wie weit ist denn das bis zur Grenze Deutschland? 500 Kilometer oder so? Ja. Also 500 Kilometer musst du heute noch machen. Ja, mach ich doch. Kein Problem für dich. Mal auf einer Segel. Ja, wir sehen uns entweder auf dem Adria Vent Camp in Föhl Mitte Juni. Ja. Auch wenn du keine Adria hast, wir haben schon vorhin drüber gesprochen. Und danach fahren wir irgendwo hin, 1-2 Wochen, mal gucken. Machen wir. Alles klar, dann komm gut an, gute Reise und vergiss nicht ab und zu Pausen zu machen oder fährst du durch? Mach ich. Machst du, ne? Hau zu. Guck ihn dir an, mit deinem 33 Jahre alten T3 VW Camper. Camper, nicht Camper. Ja, liebe Zuschauer, da kann man einfach nur noch sagen, Daumen hoch, mit 81 Jahren, fit wie ein Turnschuh ist er noch. In diesem Sinne, tschüss.